Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 14, vereinbarte Debatte zur aktuellen Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre und sehe keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat zunächst für die CDU-CSU-Fraktion der geschätzte Kollege Dr. Johann Badefuhl. Moin, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat in ihrer letzten Ausgabe gefragt, darf eigentlich jeder Bomben werfen in Syrien? Und hat das dann verglichen mit der Broken Windows-Theorie, die wir aus dem Bereich der inneren Sicherheit kennen. Wenn also erst einmal ein Fenster zerbrochen ist und man das akzeptiert und es keine Sanktionen gibt und es keine Reaktionen gibt, es keine Ordnung gibt, dann wird das allgemein akzeptiert und dann gibt es eine weiter fortschreitende Verwahrlosung. Und das erleben wir traurigerweise auch in Syrien. Ich kann im Grunde an das anknüpfen, was Eckhard Rieberg gerade eben gesagt hat. Wir wollen eine regelbasierte Ordnung. Wir wollen, dass internationales Recht eingehalten wird. Und dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir in Syrien eintreten. Und das Jüngste, was wir erlebt haben, ist der Einsatz türkischer Streitkräfte im Norden Syriens um Afrin herum. Und dazu möchte ich aus Sicht meiner Fraktion einige Anmerkungen machen. Für uns, wir haben immer ein nüchternes Verhältnis zur Türkei gehabt, haben immer gesagt, wir wollen enge Bindungen, aber einen richtig europäischen Weg können wir uns nicht vorstellen. Die Türkei ist für uns NATO-Partner. Die Türkei ist in einer geostrategisch entscheidenden Rolle und Situation. Die Türkei hilft uns sicherlich, Sicherheit für Südosteuropa zu gewährleisten. Die Türkei leistet Großes, das will ich auch heute noch einmal sagen, bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Wird dort eine große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Das wissen wir und das würdigen wir. Aber ich muss sagen, ein derartiger Militäreinsatz, und damit habe ich begonnen, darf nicht einfach so ermöglicht werden, sondern er kann nur durch internationales Recht gerechtfertigt werden. Und wenn der türkische Präsident Erdogan eine Belagerung Afrins ankündigt, dann ist das mehr als der legitime Einsatz gegen Terroristen, die gegen den türkischen Staat kämpfen. Und deswegen fordern wir die Türkei an dieser Stelle auf, halten Sie internationales Recht ein, wahren auch Sie die Souveränität Syriens. Das ist nicht gedeckt von internationalem Recht, wenn es eine Belagerung geben sollte. Und das könnte nicht unsere Unterstützung erfahren. Hier müssen wir klar sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nichts ist besser geworden in den deutsch-türkischen Beziehungen in der Vergangenheit, was den Parlamentarismus angeht. Und ich will auch noch mal sagen, wir waren mit vielen Kolleginnen und Kollegen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn der Kollege Özdemir, mit dem man sich politisch über vieles sicherlich streiten kann, dort unter Polizeischutz gestellt werden muss, weil er Bedrohungen ausgesetzt wird, dann verurteilen wir dies alle und sind alle solidarisch mit dem Kollegen aus der Fraktion der Grünen. Volker Kauder hat darauf hingewiesen, viele brechen internationales Recht. Viele meinen, dass sie einfach bomben dürfen. Und dazu gehört auch Russland. Und wenn Russland, was ich für einen Fehler gehalten habe, nicht von Amerika als Regionalmacht bezeichnet werden möchte, sondern wenn Russland als internationaler Spieler, als internationaler Partner ernst genommen wird, dann muss auch Russland aufhören, einen Diktator, der Giftgas einsetzt und der jetzt in Ghouta wieder mordet und wieder Zivilisten sterben lässt, dann muss auch Russland seiner internationalen Rolle endlich gerecht werden und seine militärischen Streitkräfte aus Syrien abziehen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Das muss deutlich angesprochen werden. Und das gilt auch für den Iran. Ich will deutlich sagen, dass wir Deutsche wie Europäer ganz klar eintreten dafür, dass das Nuklearabkommen mit dem Iran eingehalten wird. Und das ist, und das muss man auch dem amerikanischen Präsidenten in vollem Selbstbewusstsein sagen, kein bilaterales Abkommen nur der Amerikaner mit den Iranern, sondern da hat die deutsche Diplomatie, dem früheren Außenminister Frank-Walter Steinmeier sei gedankt, einen großen Anteil. Es ist ein multilaterales Abkommen. Wir haben ein Interesse daran, mit den Reformkräften, mit den moderaten Kräften im Iran zusammenzuarbeiten. Wir haben ein Interesse daran,
dafür zu sorgen, dass der Iran nicht nuklear bewaffnet wird. Deswegen halten wir, solange der Iran, und das macht er zurzeit, das Abkommen einhält, an diesem Abkommen fest, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sollten wir auch im Bündnis klar formulieren. Aber dazu gehört genauso, dass auch der Iran seine Rolle in der Region wahrnehmen muss und sich nicht schlicht und ergreifend als eine Macht verstehen darf, die hegemonialen Einfluss jetzt durchsetzen will, die militärisch das einfach möglich macht oder durchführt, was ihr tatsächlich möglich ist, und die sich jetzt dauerhaft in Syrien auch mit Militärbasen verankern will. Auch das ist ein Widerspruch gegen die Souveränität Syriens. Und das ist insbesondere, und das ist natürlich für uns Deutsche von großer Bedeutung, offenkundig eine Bedrohung Israels. Und das möchte ich hier in diesem Hause auch noch einmal sagen. Der Iran muss auch wissen, dass wir an dieser Stelle unsere internationale Politik, unsere Außenpolitik auch an diesem Verhalten ausrichten. Jeder, der die Sicherheit des Staates Israel bedroht, muss wissen, er stellt sich damit außenpolitisch und sicherheitspolitisch auch in eine Gegnerschaft zu Deutschland. Deutschland ist solidarisch mit Israel an dieser Stelle. Und das müssen alle, die verantwortlich handeln in Teheran, auch ganz eindeutig wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letztlich werden wir, und deswegen kann ich anknüpfen an die Debatte, die wir vorangeführt haben, in dieser gesamten Region, auch mit unserem gewandelten Einsatz im Irak, den die Verteidigungsministerin schon skizziert hat, aber den wir auch noch miteinander parlamentarisch diskutieren müssen, nichts allein ausrichten. Deutschland wird in dieser Region, Kollege Post hat zu Recht an uns appelliert, was tun wir denn selber? Deutschland wird allein in dieser Region überhaupt gar nichts ausrichten, sondern wir werden dort nur gemeinschaftlich in Bündnissen mit anderen etwas ausrichten. Und deswegen ist es so wichtig, gerade in dieser Zeit, wo leider auch innerhalb des westlichen Bündnisses seitens des amerikanischen Präsidenten die NATO in Frage gestellt worden ist, dass auch wir hier zur NATO stehen und dass wir unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen und dass wir uns immer bewusst sind, das werden wir insgesamt auch dort in der Region nur dann beeinflussen können, wenn wir als Europäer auftreten. Deshalb die Lehre aus dem Desaster in Syrien ist noch einmal: Macht Europa stark. Lasst uns im Europäischen Verbund agieren, dann können wir uns in dieser Region engagieren und dann können wir dafür sorgen, dass das Leid geringer wird. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wadefuhl. Als nächster Redner Nils Annen für die SPD. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wir haben alle die Bilder von der Münchner Sicherheitskonferenz noch im Kopf. Besonders viel Sicherheit hat diese Konferenz nicht ausgestrahlt. Die Reden waren konfrontativ. Ich hatte manchmal den Eindruck, die dort vertretenen Außenminister, Ministerpräsidenten haben eigentlich fast nur zu ihrer nationalen Öffentlichkeit geredet. Der Dialog ist zu kurz gekommen und er hat uns auch daran erinnert, wie fragil die Lage im Nahen Osten ist. Und natürlich, der militärische Kampf gegen die Terrormiliz IS, gewissermaßen gegen das Kalifat, ist erfolgreich gewesen, ist noch nicht beendet. Es gibt auch weiterhin einzelne Gebiete, die vom IS dominiert werden. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das eine insgesamt erfolgreiche internationale Operation gewesen ist. Die Frage jedoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist doch, was passiert eigentlich nach dem IS? Und auf diese Frage haben wir bisher keine Antwort gefunden. Und die Terrorgruppe ist auf dem Rückzug, sie ist aber weiterhin in der Lage, Anschläge und Terror zu verbreiten. Und was wir im Moment erleben, ist, dass die Kräfte, die sich zum Teil taktisch verbündet haben, um gegen den IS vorzugehen, jetzt anfangen, sich für quasi die Post-IS-Phase in Stellung zu bringen. Und das ist wahrscheinlich von der Formulierung her noch eine Untertreibung. Denn wir erleben eine neue Welle der Gewalt in Syrien, aber auch im Irak. Quasi der Kampf um diese Ordnung hat begonnen und die internationale Gemeinschaft scheint auf diese Phase nicht ausreichend vorbereitet und auch wir scheinen auf diese neue Herausforderung keine richtige Antwort zu haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir miteinander diesen Prozess gemeinsam gestalten. Und ich kann das, was der Kollege Wadefuhl hier gesagt hat, nur noch einmal wiederholen und unterstreichen. Was wir in Syrien im Moment an
humanitärer Katastrophe erleben, ist nicht nur markerschütternd, es ist auch vollkommen inakzeptabel. Das Regime von Diktator Assad bombardiert erneut und wiederholt seine eigene Bevölkerung. Man hat offensichtlich geglaubt, dass nach dem Aufschrei der Weltöffentlichkeit während des Kampfes um Ost-Aleppo und am Ende ja auch der militärische Sieg von Assad, dass man dieselbe Taktik wieder anwenden kann, dass die Weltöffentlichkeit und vielleicht wir alle auch ein bisschen müde geworden sind. Ja, auch, dass wir uns an diese Bilder gewöhnt haben. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen alle mit unserer Reaktion dafür sorgen, dass dieses Kalkül von Assad nicht aufgeht. Denn was wir erleben, ist jetzt eine tagelange Bombardierung. Es sind Berichte von einem 13-stündigen ununterbrochenen Bombardement der Zivilbevölkerung. Die Zahlen variieren, aber es sind wahrscheinlich über 300 bis zu 400 Tote in den letzten Tagen alleine, darunter viele Frauen und Kinder. Eine Organisation, von der man sagen muss, die ist nun wirklich nicht verdächtigt, in irgendeinem Punkt eine politische Agenda zu betreiben oder zu vertreten. Die SOS-Kinderdörfer berichten, dass ihre Einrichtungen gezielt von Assad bombardiert werden. Dieser Terror muss enden, dieser Staatsterror. Und ich sage auch, alle, die diese menschenverachtende Politik von Assad unterstützen, tragen eine Mitverantwortung. Und man muss hier namentlich sowohl den Iran, aber auch Russland nennen. Ich glaube, das gehört auf den Tisch auch unserer bilateralen Gespräche. Und jetzt kommt ein weiterer Eskalationspunkt dazu. Wir alle wissen, dass die türkische Regierung sich entschieden hat, in Afrin und in der Gegend um Afrin militärisch einzugreifen. Die türkische Regierung sagt, sie beruft sich auf das Selbstverteidigungsrecht, Artikel 51. Und ich will hier mal in aller Freundlichkeit sagen, die Belege, die die türkische Seite für dieses Vorgehen vorlegt, haben mich nicht überzeugt. Die Türkei hat das Recht auf Selbstverteidigung. Die Türkei ist und bleibt auch ein Partner Deutschlands. Und ja, die Türkei ist Opfer von Terrorismus geworden, auch von IS-Anschlägen. Aber die Truppen, die dort jetzt bekämpft werden, die haben gegen den IS gekämpft. Und das muss man ja einmal ganz klar und deutlich aussprechen. Und es zeigt sich in dieser Krise, wie fundamental sich der Blick der türkischen Regierung auf den Syrien-Konflikt von unserem Blick unterscheidet. Und übrigens nicht nur von unserem Blick, sondern auch vom Blick der amerikanischen Regierung. Diese Lage hier ist eine, die ich mir nie hätte vorstellen können, dass ein NATO-Partner, die Türkei, auf einer zumindest mal fragwürdigen rechtlichen Grundlage, persönlich glaube ich nicht, dass das vom Völkerrecht gedeckt ist, in einem Nachbarland einmarschiert und dort Truppen bekämpft, die von einem anderen NATO-Partner, den Vereinigten Staaten von Amerika, politisch, logistisch und auch militärisch unterstützt werden. Und ich will hier mal meiner Enttäuschung Ausdruck verleihen, dass ich von der NATO dazu im Grunde genommen gar nichts gehört habe. Die Äußerungen des von mir sehr geschätzten Generalsekretärs waren bestenfalls windelweich. Wir brauchen aber eine politische Initiative dieses Bündnisses, das gerade in der Gefahr sich befindet, an der Frage, wie man in Syrien sich verhält, auseinanderzubrechen. Das können wir doch nicht zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen denke ich, auch aus diesem Hause sollte es eine klare Botschaft auch der Unterstützung und vielleicht auch der Ermutigung an Herrn Stoltenberg geben, das auf die Tagesordnung zu setzen. Und notfalls müssen wir es auf die Tagesordnung setzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, dass zu einem Blick auf die Lage auch dazu gehört, dass wir das, was wir erreicht haben in den letzten Jahren, wir reden natürlich immer über die Herausforderungen und über die Krisen, aber das, was wir erreicht haben, an vorsichtiger Annäherung und Stabilisierung jetzt weiter stützen. Und das bedeutet, dass wir auch ein klares Wort führen müssen gegenüber den Kräften in den Vereinigten Staaten, offensichtlich an der Spitze der Präsident, die versuchen, das Abkommen mit dem Iran jetzt zu unterminieren, was die eigene Vorgängerregierung mit ausgehandelt hat. Wir konnten uns bisher immer darauf verlassen, dass wenn eine Regierung wechselt, was ja ein normaler Vorgang ist, man sich aber an die Verträge, die vorher ausgehandelt worden sind, gehalten hat. Herr Kollege, und
Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Neu? Ja, bitte. Selbstverständlich, Herr Neu. Lange nichts gehört. Herr Kollege Ann, wir waren ja beide auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie haben ja gerade gewissermaßen die Aussage des Ministerpräsidenten Yildirim wiederholt, dass er sich auf das Selbstverteidigungsrecht Artikel 51 berufen hat. Ich glaube, wir sind beide der Auffassung, dass das nicht zieht, dass das, diese Argumentation nicht wirklich schlüssig ist. Meine Frage ist, als es die Attentate in Paris gegeben hat, wurde unter anderem auch von Frankreich mit Artikel 51 argumentiert. Sehen Sie dann den Einsatz Frankreichs in Syrien und Iran unter Berufung auf Artikel 51 auch als völkerrechtswidrig an? Warum sollte ich das, Herr Kollege Neu, als völkerrechtswidrig ansehen? Ich habe überhaupt, also möglicherweise sind Sie denn die einzige Ausnahme, die mir jetzt sozusagen in Erinnerung kommt. Ich habe niemanden getroffen, der bestritten hat, dass Frankreich Opfer eines islamistischen Anschlages geworden ist. Und ich glaube, die Argumentation, die ich ja vorhin auch vorgetragen habe, ist, dass es eine Widersprüchlichkeit in der türkischen Argumentationslinie gibt, weil die Türkei ja behauptet, dass sie dort angegriffen worden ist. Sie hat keine, aus meiner Sicht, plausiblen Unterlagen oder Dokumente dort beibringen können. Und insofern, glaube ich, ist das sozusagen die Frage der Kausalität der türkischen Argumentation. Und die Kausalität der französischen Argumentation, die hat uns allen und auch der Mehrheit in diesem Hause eingeleuchtet. Und ich habe weder bestritten, dass die Türkei noch dass Frankreich ein Recht darauf hat, sich auf das Artikel, auf den Artikel 51 berufen zu können. Insofern ist es, glaube ich, eine etwas verwegene Argumentation, die Sie hier vorlegen. Ich möchte aber gerne noch verbleiben. Erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Neu und Frau Kollegin Roth. Ich habe das Zeichen nicht richtig verstanden. Da muss Herr Annen freundlicherweise ins Mikrofon sprechen, dann verstehen wir ihn besser. Aber. Also Herr Präsident, ich spreche lauter und beantworte gerne noch eine weitere Zwischenfrage des geschätzten Kollegen Herrn Neu. Wenn ich Ihre Antwort gerade richtig verstanden habe, dann akzeptieren Sie das Selbstverteidigungsrecht Frankreichs angesichts eines Anschlages in Paris, aber das Selbstverteidigungsrecht der Türkei, die ähnlich argumentierten, nicht. Das hieß ja, Sie unterstützen hier mit Doppelstandards. Habe ich Sie da richtig verstanden? Nein, Sie haben mich komplett falsch verstanden. Ich habe darauf hingewiesen, dass beide Länder das Recht auf Selbstverteidigung haben. Auch unser Land hat das Recht auf Selbstverteidigung. Aber nach den geltenden einschlägigen Völkerrechtsnormen muss man dieses Recht sehr plausibel darstellen. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, man muss Belege vorlegen. Ich habe darauf hingewiesen, dass mir die Argumentation und sozusagen die Belege der türkischen Seite nicht ausreichen, um die Handlung dieser Regierung als eine plausible Handlung zu rechtfertigen, die sich auf Artikel 51 beruft. Und Frankreich hat sehr plausible Argumente und Belege und Dokumente vorgelegt, die zumindest die internationale Gemeinschaft und dieses Haus, aber offensichtlich mit der Ausnahme des Abgeordneten Neu, überzeugt haben. Und jetzt möchte ich gerne in der verbleibenden Zeit vielleicht doch noch mal darauf hinweisen, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir alles dafür tun, das Abkommen mit dem Iran in seiner wichtigen und komplexen Form, wie es erarbeitet worden ist, aufrechtzuerhalten, weil es ein Beitrag zur Stabilisierung in dieser von Instabilität geprägten Region ist. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass wir zwei Dinge voneinander trennen müssen. Das eine ist das Abkommen mit dem Iran, das ein klares Ziel verfolgt, die nukleare Bewaffnung dieses Landes zu verhindern. Und da haben wir einen historischen Fortschritt gemeinsam miteinander nach Jahren des Verhandelns erreicht. Das bedeutet aber nicht, dass wir gegenüber dem Iran schweigen werden, wenn die iranische Politik weiterhin und fortgesetzt aggressive Bewegung in den Nachbarländern unterstützt. Und deswegen will ich auch gerne enden mit dem, was auch der Kollege Wadefuhl hier gesagt hat. Die Sicherheit des Staates Israels, das aggressive Vorgehen von Milizen, die von der iranischen Regierung unterstützt werden, bis hin an die Grenze Israels, ist inakzeptabel. Und ich glaube, dass wir alle gut daran tun, dies in der Öffentlichkeit, in den diplomatischen Gesprächen, die wir haben, deutlich zu machen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass Deutschland weiterhin bereit ist, mit der UNIFIL-Mission übrigens genau an dieser fragilen Grenze einen Beitrag zur Stabilisierung und zur politischen Stabilität, übrigens auch des Dialoges, zu führen. Das sollte im Mittelpunkt unserer Beratung stehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Erden. Als nächsten Redner rufe ich auf Dr. Roland Hartwig mit dem Bemerken, dass es sich um die erste Parlamentsrede handelt. Ja, guten Morgen, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir reden aktuell über einen der größten, wenn nicht den größten Krisenherd auf der Welt. Und es ist auch völlig klar, dass diese Region damit auch ganz besondere Anforderungen an die deutsche Außenpolitik stellt. Wir müssen aber feststellen, gerade mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen, dass die deutsche Außenpolitik diesen Anforderungen ganz offensichtlich nicht gewachsen ist. Die entscheidende Frage, die wir als AfD immer wieder stellen werden, welchen deutschen Interessen dient denn die aktuelle Politik der Bundesregierung in dieser Region? Und nehmen wir doch als erstes Beispiel Syrien. Assad ist seit 2000 Präsident von Syrien. Die Aufstände begannen im Jahr 2011 im Zuge des arabischen Frühlings gegen das Assad-Regime. Die Bundesregierung stellte sich bereits sehr früh, nämlich 2012, gegen Assad. Und die Frage ist doch, warum? Gab es etwa doch wirtschaftliche Gründe, zum Beispiel der von Assad abgelehnte Bau einer Gaspipeline von Katar durch Syrien nach Europa? Oder gab es politische Gründe, etwa die indirekte Unterstützung Israels bei der Ausschaltung eines politischen Gegners? Offiziell, das ist der Standpunkt der Bundesregierung, geht es um die Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten in Syrien. Aber gab und gibt es nicht zwei abschreckende Beispiele, die zeigen, dass es eben nicht so geht, in dieser Region Regime, die missliebig sind, zu beseitigen und anschließend zu erwarten, dass Demokratie und Menschenrechte entstehen? Nehmen wir den Irak. Das aus unserer Sicht völlig völkerrechtswidrige Angreifen des Iraks im Jahr 2003 durch die USA, durch Großbritannien, basierend auf einer gigantischen Lüge, nämlich dem angeblichen Besitz von Massenvernichtungswaffen durch Hussein. In der Folge mussten mehrere hunderttausend Menschen ihr Leben lassen. Das Land versank in Gewalt und Anarchie. Oder nehmen wir Libyen. Gaddafi wurde 2011 gestürzt und seitdem ist das Land weitgehend ohne staatliche Autorität. Derzeit durchqueren zigtausende von Migranten Libyen auf dem Weg nach Europa, ausgesetzt lokalen Milizen und kriminellen Banden. Und die Frage ist, warum hatte die Bundesregierung aus diesen Beispielen nichts gelernt? Warum hat sie sich mit der Forderung, Assad muss weg, auf eine militärische Lösung in Syrien versteift? Das war doch ein Fehler mit ganz fatalen, dramatischen Auswirkungen. Nach 7 Jahren Bürgerkrieg sind mehr als 400.000 Tote zu beklagen. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, das Land liegt in Trümmern. War das im deutschen Interesse? Ganz sicher nicht. Im Gegenteil. Das Ergebnis dieser verfehlten Politik, unterstützt von der Bundesregierung, hat auch unser Land dramatisch verändert. Hunderttausende von Syrern sind illegal nach Deutschland gelassen worden. Menschen, die vorrangig in die von uns aufgebauten und finanzierten Sozialsysteme einwandern. Moslems, die, wenn wir sie hier belassen, unsere Gesellschaft dramatisch verändern werden, weil sie nicht nur unsere Werte ablehnen, sondern sie zum Teil aktiv bekämpfen. Doch zurück zu Syrien. Nach dem Eingreifen der Russen wird Assad wohl bleiben. Der Bürgerkrieg, so dramatisch jetzt noch verläuft, scheint dem Ende zuzugehen. Und es ist die Zeit, über den Wiederaufbau Syriens nachzudenken. Es macht doch keinen Sinn, Assad aus dem Friedensprozess auszuklammern. Außenpolitik, erfolgreiche Außenpolitik, muss doch immer auch Realpolitik sein. Und deshalb auch unsere Aufforderung an den Bundestag, die Bundesregierung zu veranlassen, in Verhandlungen mit Syrien einzutreten über die Rückführung von Syrern nach Syrien. Und weil das hier bewusst missverstanden worden ist, es geht um die freiwillige Rückkehr in sichere Räume. Und dann kann es natürlich auch die in den letzten Wochen so intensiv diskutierte Familienzusammenführung geben, für die wir als AfD natürlich auch sind. Aber bitte im Heimatland und nicht in Deutschland.
Das wäre im deutschen Interesse. Blicken wir auf die Türkei. Das Vorgehen der Türkei gegen die kurdischen Milizen auf syrischem Hoheitsgebiet ist völkerrechtswidrig. Die angeblich behauptete Selbstverteidigung wird auch in dem Moment obsolet, wo die türkische Regierung ankündigt, Afrin belagern zu wollen. Und die deutsche Reaktion hierauf? Fehlanzeige. Obwohl es doch zu erwarten gewesen wäre. Erinnern wir uns doch bitte an die Krim. Deutschland ist hier Wortführer bei Sanktionen gegen Russland wegen völkerrechtswidrigen Vorgehens. Obwohl das gar nicht im deutschen Interesse liegt. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft schätzt, dass ungefähr 150.000 Arbeitsplätze durch die Russland-Sanktionen verloren gegangen sind. Wir müssen ein Ende der Entspannungspolitik in Europa feststellen. Das hat die Bundesregierung in Kauf genommen. Warum schweigt sie denn in der Türkei? Ist es möglicherweise der Grund, das Flüchtlingsabkommen, das man mit dem Präsidenten Erdogan geschlossen hat, und die Angst, dass die Türkei wieder Hunderttausende von Flüchtlingen auf die Balkanroute, auf den Weg nach Europa schicken würde, die dann wir angeblich an unseren Grenzen nicht aufhalten können? Wir haben damals schon gesagt, dieses Abkommen ist ein fundamentaler Fehler, denn er begründet eine Abhängigkeit zu der Türkei. Und auch hier haben wir offensichtlich Recht behalten. Unser Appell daher an die Bundesregierung: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Und wenn der türkische Präsident dann tatsächlich wieder die Balkanroute für Flüchtlinge aktivieren sollte, dann tun Sie das, was längst überfällig ist. Stellen Sie die Kontrollen über die deutschen Grenzen wieder her. Diese beiden Beispiele zeigen ja schon, dass das Fazit der bisherigen deutschen Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten mehr als ernüchternd ist. Jahre nach dem einst gefeierten arabischen Frühling ist die Region instabil wie nie zuvor. Die Unterstützung von Revolutionsbewegungen, die nie demokratisch gesinnt waren, hat unzählige Tote gefordert. Die Sicherheitslage in Europa hat sich dadurch eklatant verschlechtert. Die Bundesregierung ist offensichtlich eher bereit, Konflikte nach Deutschland zu importieren, als diese Themen in der Region anzugehen und zu lösen. So, meine Damen und Herren, kann das nicht weitergehen. Wir brauchen noch hier einen Neuanfang. Wir brauchen eine Außenpolitik, die wieder deutsche Interessen in ihren Mittelpunkt stellt und diese Interessen glaubwürdig und nachhaltig verfolgt. Jedes andere Land der Welt verfolgt seine eigenen Ziele. Wenn wir das nicht mehr tun, werden zunächst deutsche Interessen bedeutungslos und eines Tages auch wir selbst. Das werden wir als AfD nicht zulassen, dem werden wir uns vehement entgegenstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Hartwig. Als nächstes für die Freien Demokraten der Kollege Bijan Jiyasaray. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist grundsätzlich gut, dass der Deutsche Bundestag sich mit der aktuellen Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten beschäftigt. In nur 4 Minuten die zahlreichen Konflikte dieser Region darzustellen, ist allerdings eine außerordentlich große Herausforderung. Die Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende machte einmal mehr deutlich, wie fragil und gefährlich die politische Lage im Nahen und Mittleren Osten ist. Es finden derzeit verschiedene Stellvertreterkriege in Syrien statt. Die Bedrohung Israels durch das iranische Regime wächst erschreckend. Der Jemen versinkt im Bürgerkrieg. Afghanistan ist alles andere als sicher. Die Stabilität des Libanons bröckelt. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist nach wie vor ungelöst. Der Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und Iran verschärft sich. Diese Aufzählungen ließen sich beliebig weiterführen und leider sind weitere Konflikte am Horizont erkennbar. Jahrzehntelang hat es keine deutsche bzw. europäische Strategie für den Nahen und Mittleren Osten gegeben. Vielmehr wurde gewartet und darauf vertraut, dass die USA eine Entscheidung treffen oder eine Strategie entwickeln. Und dann wurde geschaut, welche Rolle im Rahmen dieser US-Parameter übernommen werden kann. Zwei Faktoren haben diese Vorgehensweise aus meiner Sicht verändert. Die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und die Wahl des US-Präsidenten Trump. Die Flüchtlingskrise aus dem Jahr 2015
hat uns erschreckend deutlich gezeigt, dass die Probleme dieser Region nicht weit weg sind irgendwo auf der Welt, sondern unmittelbar vor der Haustür Europas sind. Und wenn wir wollen, dass diese Probleme nicht zu uns kommen, sondern vor Ort gelöst werden, dann müssen wir als Europäer uns mehr in dieser Region politisch engagieren, meine Damen und Herren. Und die Wahl des US-Präsidenten Trump und seine politische Ausrichtung verdeutlichen uns, dass es notwendiger ist denn je, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Europas zu stärken und sich speziell im Nahen und Mittleren Osten politisch zu engagieren. Gelegentlich wird, meine Damen und Herren, in den Hauptstädten Europas oder auch der USA so diskutiert, als ob wir diejenigen sind, die die Zukunft dieser Region gestalten müssen. Ja, wir müssen eine europäische transatlantische Strategie für diese Region entwickeln. Was jedoch am Ende des Tages politisch vor Ort passiert, müssen aber die Menschen selbst bestimmen. Ob Saudis, Iraker, Iraner oder Syrer, am Ende des Tages müssen die Menschen selbst Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen und entscheiden, in welcher Ordnung und in welchem System sie leben wollen. Meine Damen und Herren, der Nahe und Mittlere Osten leidet seit Ende der 70er Jahre an einer Krankheit. Diese Krankheit nennt sich Fundamentalismus. Soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bildungsferne und Perspektivlosigkeit sind Elemente, die die Gesellschaften der Region prägen und zu Radikalität führen. Erst wenn diese gesellschaftspolitischen Probleme nachhaltig angepackt werden, wird die Region eine Zukunft und eine Chance haben. Meine Damen und Herren, die Problemfelder im Nahen und Mittleren Osten sind uns hinreichend bekannt. Wir erleben trotzdem derzeit eine Situation, die noch nie so gefährlich war. Türken gegen Kurden, Iran gegen Israel, Saudi-Arabien gegen Iran, Palästinenser gegen Israelis, USA gegen Russland, Schiiten gegen Sunniten, NATO gegen NATO. Noch nie war die Region so gefährlich, so ein gefährliches Pulverfass wie heute. Ich bedauere, dass die Türkei, die einst ein Stabilisationsfaktor in dieser Region war, kein zuverlässiger Partner mehr ist. Meine Damen und Herren, die Suche nach einem verbündeten Partner, nach einem Verbündeten im Nahen und Mittleren Osten ist außerordentlich schwierig. In diesem Zusammenhang warne ich davor, Saudi-Arabien als strategischen Partner zu betrachten. Ich bin mir über die wirtschaftliche Bedeutung Saudi-Arabiens im Klaren. Wer aber über Jahrzehnte weltweit Terrorismus finanziert und Extremismus fördert und die Menschenrechte im eigenen Land mit Füßen tritt, kann niemals ein zuverlässiger und seriöser Partner sein, auch wenn er ein Bollwerk gegen iranische Interessen in dieser Region ist. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Ein letzter Satz, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist komplex. Wir dürfen trotzdem nicht aufhören, in der Region uns für Personen, Gruppen oder Bewegungen einzusetzen, die für Menschenrechte und Bürgerrechte eintreten. Denn diese Werte sind auch in dieser Region universell und unteilbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Als nächstes für die Fraktion Die Linke die Kollegin Heike Hensel. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Münchner Sicherheitskonferenz wurde ja mehrfach erwähnt, die man eigentlich eher Münchner Unsicherheitskonferenz nennen müsste. Letzte Woche hat sie stattgefunden und die Eskalation im Nahen und Mittleren Osten war dort wirklich mit Händen zu greifen. Eine Kriegsdrohung jagte die nächste. Und das Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen, und dazu gehört übrigens auch bereits das Verbot, Gewalt anzudrohen, scheint in diesen Tagen nicht mehr viel wert zu sein. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete die Situation als schlimm. Und der Krieg in Syrien drohe zu einem neuen regionalen Krieg zu werden. Die Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist aber nicht einfach so entstanden in dieser Region. Die bestehenden Konflikte wurden durch die Regime-Change-Politik der NATO-Staaten im Irak, in Libyen und in Syrien weiter eskaliert. Die Linke, das möchte ich mal betonen,
war von Beginn an gegen all diese militärischen Interventionen. Wir haben von Anfang an gewarnt, Krieg ist niemals eine Lösung für all diese Konflikte. Und wir sehen jetzt leider all diese zerstörten und destabilisierten Staaten und auch die Erosion des Völkerrechts. Und überall in diesen Ländern wird mit Waffen aus deutscher Produktion gekämpft, teilweise sogar auf beiden Seiten. Und deshalb kann eine zentrale Schlussfolgerung nur sein, dass wir endlich ein Rüstungsexportverbot hier durchsetzen. Und Frau Merkel hat heute Morgen in ihrer Regierungserklärung sich bestürzt gezeigt über die Situation in Syrien und die Angriffe auf Oskuta. Und auch die Fraktion Die Linke verurteilt ganz klar diese Angriffe auf Oskuta. Sie müssen sofort gestoppt werden, genauso wie die Angriffe aus Oskuta auf die Wohnviertel in Damaskus. Wir wollen einen sofortigen Waffenstillstand überall, wo gebombt wird in Syrien. Aber was nicht geht, ist, dass sie mit keinem Satz erwähnt, die türkische Offensive, den Angriffskrieg auf Afrin, auf die kurdische Region im Norden Syriens, das muss ich sagen, war wirklich schändlich und es zeigt die Doppelstandards dieser Bundesregierung. Noch dazu wird der Angriff ja mit Panzern aus deutscher Produktion geführt. Alle Fraktionen hier im Hause haben sich ganz klar positioniert und diesen Angriffskrieg verurteilt. Und ich frage die Bundesregierung, warum sie bis heute sich weigern, dies auch ganz klar so zu bezeichnen. Das ist ein Bruch des Völkerrechts. Und es war wirklich ein großes Rumgeeiere gestern auch im Auswärtigen Ausschuss. Die Bundesregierung hat auf harte Nachfragen nicht sich positioniert und diesen Angriff als das bezeichnet, was er ist. Er ist ein Verbrechen an den Kurden und Kurdinnen in Syrien. Und dazu kommt, dass die Bundesregierung ja jetzt, ausgerechnet jetzt, zu einer Normalisierung der Beziehungen mit der Türkei kommen möchte. Genau in dieser Zeit, das kann nicht sein. Wir können nicht mit der Türkei zur Tagesordnung übergehen. Vor 100 Jahren ist von Reichskanzler Bethmann Hollweg das Wort überliefert, die Türkei müsse an der Seite Deutschlands gehalten werden, auch wenn die Armenier dabei zugrunde gehen. Heute drängt sich einem der Eindruck auf, dass die Bundesregierung auf die NATO-Partnerschaft mit der Türkei setzt, auch wenn da aufhören. Und stoppen Sie ernsthaft Ihre Rüstungsexporte in die Türkei. Und dazu gehört auch die geplante Aufrüstung der Leopard 2-Panzer, die in Syrien die Kurden niederwalzen. Ich frage auch die Bundesregierung, warum sie angesichts dieses Angriffskrieges die Bundeswehr weiter in den AWACS-Verbänden in der Türkei belässt. Mit diesen Aufklärungsflügen werden natürlich Daten erhoben, die für die Luftangriffe der Türkei nutzbar sind. Und Sie wollen uns jetzt wirklich glaubhaft machen, dass das NATO-Mitglied Türkei diese Daten nicht nutzt? Mit Sicherheit können Sie es nicht ausschließen, Herr Gabriel, und deshalb gibt es in diesem Fall nur eine. Die Bundeswehr muss raus aus der Türkei. Aber es geht nicht nur um die Waffenlieferungen, sondern sie zu einer friedlichen Lösung in dieser Region bei. Die Linke fordert seit Jahren, dass sich die Bundesregierung für einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand in ganz Syrien und für eine politische Lösung einsetzt. Aber wie lange haben Sie sich eigentlich dagegen verweigert, weil es Ihnen nämlich allein um einen Regime-Change ging und Sie fest davon überzeugt haben, keinen Abstand, Sie nehmen nicht Abstand von dieser unsäglichen Regime-Change-Politik. Es gäbe gute Möglichkeiten, zum Beispiel, wir fordern ja umfassende humanitäre Hilfe für die gesamte Region. Warum verbinden Sie das nicht mit einem Angebot und fordern endlich ein Ende der Sanktionen gegen die syrische Bevölkerung? Das wäre ein Schritt dahingehend, dass
bezüglich Waffenexporte wirklich auch sehr wenig Neues. Man dachte zu Beginn, sie hätten vielleicht aus dem Gebaren der islamistischen Diktatur Saudi-Arabien gelernt, die einen blutigen Krieg gegen Jemen führt, und sie würden jetzt dies wenigstens zum Anlass nehmen, einen generellen Rüstungsstopp an die Golfdiktaturen zu fordern. Aber nein, auch da ist es weiterhin möglich, dass deutsche Rüstungsschmieden liefern an die Länder, wenn diese Staaten zusichern, dass die Waffen im Land verbleiben. Für uns ist das inakzeptabel, was Sie hier machen. Rüstungsexporte sind Beihilfe zum Mord, und wir fordern deswegen endlich eine friedliche Außenpolitik, die fundamental dazu beiträgt, dass friedliche Lösungen entstehen können in der Region. Danke. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin die Kollegin Agnieszka Brugger von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man sollte mit Demut auf die schwierige Lage im Nahen und Mittleren Osten schauen. Demut auch mit im Rückblick auf die eigenen Fehler, die der Westen in der Nahostpolitik gemacht hat. Aber auch mit Demut, weil, glaube ich, niemand sich anmaßen sollte, jetzt die Lösung parat zu haben, wie wir mit all diesen schwierigen Konflikten und Krisen umgehen. Weil die Lage aber so brandgefährlich und so ernst ist, da muss man sich schon aber eine Frage sehr klar stellen. Tut eigentlich die deutsche Außenpolitik, tut die europäische Außenpolitik, tut die Bundesregierung alles, was sie tun kann, um einen Beitrag zu leisten für mehr Sicherheit, Frieden und Stabilität in dieser schwierigen Region? Und meine Damen und Herren, ich finde, die Antwort fällt sehr ernüchternd aus. Es wird immer wieder zu wenig oder teilweise gar nichts getan. Und es gibt Bereiche, in denen tut man sogar das absolut Falsche. Und es ist höchste Zeit, das zu ändern. Ich will das mal an drei Beispielen zeigen, an der humanitären Hilfe, an der Frage, wie eigentlich die Mitgliedstaaten, die Vereinigten eine gute Nachricht, dass sowohl im Irak als auch in Syrien die Terrorschergen von Daesh keine großen Gebiete mehr kontrollieren und die Menschen dort nicht mehr terrorisieren. Aber Terrorregime lassen sich nun mal nicht militärisch besiegen, sie sind gerade unterlegen. Denn der Terror, der lässt sich nicht mit Waffen bekämpfen, sondern am Ende nur mit politischen Antworten. Und umso wichtiger ist es, dass wir den Irak nicht aus dem Blick verlieren und dass wir in den befreiten Gebieten nicht nur Wasser und Elektrizität wieder fließen lassen, sondern dass es da politische Lösungen gibt, dass es Aussöhnung gibt, denn sonst droht hier wieder ein nächster Konflikt. Vor diesem Hintergrund macht es mich wirklich immer noch fassungslos, dass die reichen Länder dieser Welt es nicht schaffen, die Hilfe bereitzustellen, die die fragilen Staaten im Nahen und Mittleren Osten brauchen, um mit den Fluchtkatastrophen klarzukommen. In den Flüchtlingslagern rund um Syrien hungern nach wie vor die Menschen. Es wird nicht genug getan für Gesundheit und Bildung. Und meine Damen und Herren, das ist doch der nächste Nährboden für mehr Radikalisierung und neue Konflikte. Und diese herzlos geizige, diese sicherheitspolitisch brandgefährliche Ignoranz, die muss jetzt endlich aufhören. Jahr für Jahr mordet Assad mit Unterstützung von Russland und Iran weiter seine eigene Bevölkerung. Mit Giftgas, mit Fassbomben. Ja, es wird ausgehungert, getötet, vergewaltigt. Und einerseits gegen die Flüchtlinge in Deutschland zu hetzen und andererseits hier zu stehen und kein kritisches Wort zu diesem Massenmörder zu sagen, ich meine, so verlogen, da kann auch nur die AfD sein. Und in dieser schwierigen Lage in Syrien, da engagieren sich die Vereinten Nationen immer wieder, um die Gewalt zu beenden, um einen innersyrischen Friedensprozess für die Zukunft anzustoßen, einen politischen Prozess. Und Jahr für Jahr scheitern sie dabei kläglich. Und sie scheitern, weil sie von ihren Mitgliedstaaten im Stich gelassen werden. Und auch die Bundesregierung hätte hier mehr Einsatz zeigen können. Statt sich für eine starke Rolle der Vereinten Nationen einzusetzen, hat man sich bereitwillig an der Koalition der Willigen beteiligt. Und Herr Gabriel, ja, und auch Frau von der Leyen, es reicht eben nicht aus, auf der Münchner Sicherheitskonferenz schöne, wohlfeile Reden zu halten, wo man die Rolle der Vereinten Nationen stärken will, sondern es kommt doch darauf an, wenn es ernst wird, und da haben Sie nicht alles getan, was Sie tun konnten.
Und diese Koalition der Willigen mit den USA, mit der Türkei, mit Saudi-Arabien, die müsste man eigentlich vielmehr eine Koalition der eigenen Widersprüche nennen. Und die Eigeninteressen, die kommen immer als erstes zum Zuge, und dann kommt noch das rücksichtslose Vorgehen des Iran und Russlands hinzu. Und fast alle Staaten, die dort in der Region aktiv sind, militärisch, die stellen immer die Eigeninteressen über die politische Lösung. Und auch das ist ein Teil der Erklärung, warum die Lage in Syrien von Jahr zu Jahr schlimmer wird und die Leidtragenden sind die Menschen dort. Und eine Politik, USA first, Türkei first, Saudi-Arabien first, Russland first, Iran first, die wird dann nie zu einem guten Ergebnis führen in Syrien. Und es ist höchste Zeit für eine Politik, die sagt, VN first und Menschenrechte first. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wenn man meint, es kann in Syrien gar nicht mehr schlimmer werden, dann wird man von der Realität brutal eines Besseren belehrt. Nun rollen zu allem Übel noch Erdogans Panzer völkerrechtswidrig in Syrien ein, um die Kurden in Nordsyrien zu bekämpfen. Weder von der NATO noch von der Bundesregierung hat man bis heute dazu ein klares Wort gehört, zu diesem Völkerrechtsbruch, zu dieser Gewalteskalation. Und gleichgültig werden einfach weitere Rüstungsexporte genehmigt. Und die Bundesregierung schaut seit Monaten gewollt und ich würde auch sogar mittlerweile sagen billigend weg, wenn es um die Frage geht, die Gesetzeslücke zu schließen, die es Rheinmetall ermöglicht, in der Türkei eine Panzerfabrik aufzubauen. Und ich muss sagen, schließen Sie diese Gesetzeslücke und beenden Sie die Rüstungsexporte in die Türkei. Und leider ist das ja auch nicht das einzige Beispiel in dieser schwierigen Region, wo Sie die Gewinninteressen von deutschen Rüstungsunternehmen über die Frage von Frieden, Sicherheit und Menschenrechten stellen. In fast jeder Sitzung des Bundessicherheitsrates der letzten Jahre gab es einen Export an einen Staat, der verantwortlich ist für die Katastrophe und den brutalen Krieg im Jemen. Der Kollege Nuripur hat gerade nachgefragt. 1,3 Milliarden Euro im letzten Jahr gingen an deutsche Waffenexporte an Staaten, die diesen Krieg durchführen. Und ich war sehr erstaunt und erst sehr erfreut, als ich gesehen habe, dass die SPD das durchgesetzt hat, das wofür wir in Jamaika auch gekämpft haben als Grüne, einen Exportstopp an diese Kriegsallianz. Und ich war aber bitter enttäuscht, als ich in Ihrem Koalitionsvertrag gelesen habe, dass Sie sich drei Hintertüren eingebaut haben, dass Sie beschlossen haben, dass die Patrouillenboote jetzt doch geliefert werden sollen. Und ich muss sagen, es ist doch endlich Schluss. Gerade wenn wir auf den Nahen und Mittleren Osten schauen, ja, muss Schluss sein mit Waffenexporten in Krisengebiete, mit Waffenexporten an Kriegsherren und an Menschenrechtsverletzer. Frau Kollegin, kommen Sie. Zum Schluss. Und beim letzten Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade weil die Lage in der Region so schwierig ist, ja, da müssen wir für eine gemeinsame, eine engagierte europäische Antwort sorgen. Da braucht es kein Wegducken und keine verheerenden Waffendeals, sondern eine klare Haltung und eine Stärkung der Vereinten Nationen. Keine nationalen Egoismen, sondern mehr Geld für humanitäre Hilfe, aber auch vor allem mehr Mut und neue Wege für die Diplomatie. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brugger. Als nächster Jürgen Hart für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Eindrücke von der Münchner Sicherheitskonferenz sind in der Tat ernüchternd. Das verbindet uns alle Teilnehmer. Die Zahl der Probleme auch im Nahen und Mittleren Osten ist größer geworden. Und die Ideen, wie diese Konflikte bewältigt oder zumindest eingehegt werden können, sind leider dürftig und es ist tatsächlich mehr übereinander als miteinander gesprochen worden. Insofern ist es ein Warnsignal für uns alle, dass die nächsten 12 Monate doch einen Wandel in wichtigen Punkten bringen müssen. Wenn wir den Nahostkonflikt, die Situation im Nahen Osten analysieren, kommen wir zu mindestens 5 Hauptkonfliktthemen, die dort eine Rolle spielen. Das ist einmal die Bedrohungssituation für Israel, es ist zum zweiten der Krieg in Syrien, es ist zum dritten der Krieg im Jemen, es ist die Konfrontation Saudi-Arabiens mit dem Iran, die religiös begründet ist und seit langen Jahrzehnten, ja vielleicht seit Jahrhunderten besteht. Und es ist nicht zuletzt auch das iranische Atomprogramm und das Aufrüstungsprogramm, das der Iran betreibt. Und ich möchte zu dem einen oder anderen Aspekt hier noch einige Gedanken beisteuern. Zunächst zur Situation Israels. Israel ist durch die Kämpfe, durch die Auseinandersetzungen der Region, insbesondere durch den Bürgerkrieg,
durch den Kampf Assads gegen sein Volk in Syrien konkret bedroht. Bereits seit langer Zeit nimmt der Zufluss an Waffen für Terrorgruppen etwa im Libanon, die gegen Israel operieren, zu, eben aus diesem syrischen Kriegsgebiet. Wir haben jetzt Erkenntnisse darüber, dass tatsächlich von syrischem Boden, vom Iran gestützte Kräfte ganz konkret an die Grenze Israels herangerückt sind. Und es ist völlig verständlich, dass das Volk Israels, auch sein Ministerpräsident, darauf mit Härte, aber auch mit Emotionen reagiert. Wir haben das am Sonntagmorgen auf der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt. Die Sicherheit Israels ist für uns in Deutschland Staatsräson. Und deswegen können wir nur den israelischen Bürgerinnen und Bürgern versichern, dass wir sie unterstützen bei ihrem Versuch, die Sicherheit des Landes zu gewährleisten und Frieden mit der Region zu erreichen. Das ist das erste Ziel. Ministerpräsident Netanyahu hat in seiner Rede eine kleine Passage gehabt, die mich hat aufhorchen lassen. Er hat gesagt, dass in der wachsenden Aggressivität Irans auch eine Bedrohung für andere in der Region, für andere arabische Staaten, aber auch für die Palästinenser zu sehen ist und dass darin vielleicht eine neue Chance auch für Verständigung Israels mit der arabischen Welt und Israels mit den Palästinensern liegt. Ich würde mir wünschen und kann die israelische Regierung nur ermutigen, dass diese sich möglicherweise öffnende Chance auch genutzt wird und kann für die CDU-CSU-Fraktion sagen, dass wir unsere Freunde in Israel bei diesem Weg, bei diesem vielleicht neuen Weg in eine friedliche Zukunft mit den Nachbarn, dass wir sie dabei massiv unterstützen. Zweitens die Situation in Syrien. Das, was wir in Syrien derzeit sehen und erleben, hat seine Ursache darin, dass Assad durch die Unterstützung Russlands seine zweite Luft bekommen hat vor 2 Jahren. Wir waren in einer Konferenz in Wien und dann im Friedensprozess in Genf schon viel weiter als heute im Blick auf eine Lösung für die Zukunft Syriens. Und Putin, der selbst durch seinen Außenminister diesen Wiener und Genfer Friedensprozess hat moderieren lassen, hat sich dann entschlossen, dafür zu sorgen, dass Assad weiter die Macht im Land anstreben kann. Und es sieht ja auch so aus, als würde er dabei vorankommen. Diejenigen, die sagen, es wird keine Zukunft Syriens ohne Assad geben, sage ich umgekehrt, angesichts der Bilder, die wir gerade in diesen Tagen sehen, wie sollen denn die Menschen in diesem Land an eine Zukunft mit Assad glauben? Wie sollen die Menschen daran glauben, dass ein Diktator, der Fassbomben auf die Bevölkerung geworfen hat, der nach meiner Auffassung auch Chemiewaffen gegen die Bevölkerung eingesetzt hat, dass dieser Mann diesem Land eine gute Zukunft bringt? Ich glaube, das geht nicht anders. Es blinkt wegen der Zeit, nicht weil Sie was von mir wollen, ja? Herr Kollege, genau das will ich von Ihnen, dass Sie die Zeit beachten. Ja, in Ordnung. Ich sage einen letzten Satz zur Türkei. Ich halte den Einsatz der Türkei im Norden des Syriens für extrem kritisch, auch aus völkerrechtlicher Sicht. Und ich bitte die Türken doch, diesen Kampfeinsatz einzustellen und sich auf die Kontrolle der türkisch-syrischen Grenze zu konzentrieren. Ich glaube, dies wäre auch militärisch der richtige Ratschlag an den türkischen Präsidenten, den ihm vielleicht auch seine Generale bald geben werden. Herzlichen Dank. Herr Kollege, herzlichen Dank an Sie. Als nächste Rednerin die Kollegin Gabriela Heinrich für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir heute über die aktuelle Lage, die aktuelle Entwicklung im Nahen und im Mittleren Osten reden, dann müssen wir natürlich auch über die humanitäre Lage reden und auch über die humanitäre Hilfe, die übrigens, und das ist der humanitären Hilfe immanent, eben nicht abhängig ist von Bedingungen. Die Not in dieser Region ist für die meisten von uns unvorstellbar. In Syrien, im Jemen, im Irak, in den Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon, in der Türkei.
Die Weltgemeinschaft muss mittlerweile Unsummen aufbringen, um die Menschen zu ernähren und medizinisch zu versorgen. Die Zerstörung ist Folge von Kampfhandlungen, direkt durch Bomben verursacht oder als Teil einer Strategie, die die Zivilbevölkerung in Geiselhaft nimmt. Als vermeintliche Schutzschilder zwischen den Kämpfern oder herabgewürdigt als Erpressungspotenzial bei Belagerung. Ohne jede Rücksicht auf Leben, ohne Rücksicht auf Gesundheit, ohne Rücksicht auf die psychische Zerstörung. Und ohne auch nur einen Gedanken an den Hass zu verschwenden, der immer und immer über die Generationen weitergegeben wird. So viel Hass und Leid, dass Frieden kaum noch möglich scheint. Wenn Erdogan jetzt ankündigt, Afrin belagern zu wollen, nimmt der Hunger, Krankheit und Tod bei 320.000 Menschen nicht nur in Kauf. Er setzt damit die Not von 320.000 Menschen als Kriegsmittel für seine Zwecke ein. Ähnliches passiert aber auch anderswo. Diese Woche wurden mehrere Krankenhäuser in der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta bei Damaskus bombardiert. UNICEF hat eine fassungslose, letztlich leere Pressemitteilung herausgegeben. Ich darf zitieren: Wir finden nicht länger die Worte, um das Leid von Kindern und unsere Empörung zu beschreiben. Finden diejenigen, die das Leid verursachen, noch Worte, ihre barbarischen Handlungen zu rechtfertigen? UNICEF ist sprachlos. Gestatten Sie mir kurz daran zu erinnern, dass es hier in diesem Haus, auch heute wieder, ernsthaft Forderungen gab, aktuell Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken. Und wenn beklagt wird, dass dies ein Missverständnis sei, dann kann ich nur sagen, zurückschicken und freiwillig ist in sich ein Widerspruch. Die humanitären Helfer verzweifeln daran, dass viele Hilfsgüter gar nicht durchkommen. Straßen in Syrien sind zerstört, im Jemen sind vor einiger Zeit ganz gezielt Hafenkräne bombardiert worden und jetzt können dort keine großen Container mehr entladen werden. Dadurch fehlen die Nahrungsmittel und Impfstoffe. Im Jemen ist jetzt nach der Cholera die Diphtherie ausgebrochen. Was bedeutet das für die Kinder im Jemen? Seit der Eskalation der Gewalt 2015 sind hier über 3 Millionen Kinder geboren worden. Über 5.000 sind verletzt oder getötet. 1,8 Millionen Kinder leiden an Mangelernährung. 400.000 dieser Kinder kämpfen deshalb um ihr Leben. Diese Kinder wachsen im Dreck auf, gehen nicht zur Schule, sind traumatisiert. Und dies ist nicht nur im Jemen so. Praktisch alle Kinder im Jemen sind jedoch auf humanitäre Hilfe angewiesen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt im Vorfeld bereits viel darüber gesprochen worden, welche politischen Initiativen es geben muss, um der schrecklichen Notlage der Menschen ein Ende bereiten zu können. Die Bombardierung der Zivilgesellschaft muss sofort aufhören. Die Belagerung von Städten, von Gemeinden, von Dörfern muss aufhören, damit die Menschen überleben können. Die humanitäre Hilfe muss durchkommen. Das sind die allerersten Bedingungen, die wir haben können, die wir verfolgen können, um hier weiterzukommen. Aber wir werden wie in den letzten Jahren im Bundestag auch die Haushaltsmittel für die humanitäre Hilfe weiter erhöhen. 2017 waren es bereits 1,2 Milliarden Euro. Und wir werden weiter erhöhen müssen. Nicht nur, aber auch für die Menschen im Nahen und Mittleren Osten. Das ist ein Kernanliegen der SPD und das ist auch bei den Verhandlungen deutlich geworden. Und wir werden hier nicht locker lassen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Heinrich. Das war eine Punktlandung. Als nächster Redner der Kollege Alexander Radwan für die CDU-CSU. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, unsere
heutige Aussprache widmet sich der aktuellen Entwicklung im Nahen Osten. Und eigentlich ist die Entwicklung dort so, dass wir uns regelmäßig über die dramatischen Entwicklungen und die aktuellen Erscheinungen austauschen müssten. Die Sicherheitskonferenz wurde schon mehrfach erwähnt, und wenn man sich die Sicherheitskonferenz der letzten Jahre anschaut, dann kann man sicherlich die Überschrift wählen: Instabilität in der Welt nimmt zu. Die Unberechenbarkeit ist eine gewisse Konstante geworden. Und das beginnt beim Verhältnis USA-Russland. Da nehme ich überhaupt keine Wertung vor, wer hier wem näher steht, sondern es geht darum, dass schlicht und ergreifend das Vertrauen zwischen den beiden Mächten größer wird. Und das hat natürlich auch in dieser Region Auswirkungen, weil die bisherige ordnende Hand, die bisherige Mächte, die dort entsprechend Einfluss genommen haben, sich zurückziehen. Und dort, wo man sich zurückzieht, entsteht ein Vakuum. Und in dieses Vakuum gehen jetzt regionale Mächte und möchten selbst ordnende Hand sein, selber Strukturen schaffen. Das ging mit dem IS los. Und wenn man sich die Situation, die momentan medial sehr stark dargestellt wird, in Syrien anschaut, dann kann man zu Syrien aktuell nur sagen, dort bilden sich momentan aus dem Konglomerat der Türkei, aus dem Iran, Kurdenthematik und Saudi-Arabien Entwicklungen und Koalitionen, die zumindest ich und frage, ob jemand anderes dieses in dieser Form vorausgesehen hätte, die man für gar nicht möglich gehalten hätte, die hier eigene Interessen vor Ort haben und ihre Strukturen schaffen. Und es ist richtig, wir müssen alles dran setzen, den Staatsterror in Syrien zu stoppen. Und Herr Annen, das von Ihnen angesprochene Thema der NATO und Türkei und USA und dass dieser Widerspruch da entstand, ich weiß nicht, ob Sie vor einem halben Jahr das vorausgesehen hätten, ist natürlich etwas, was die NATO entsprechend auf die Agenda setzen muss. Aber durch die Tagesaktualität von Syrien kommen ja andere Konflikte gar nicht mehr so in den Vordergrund. Entwicklungen, die genauso gefährlich sind. Der Iran wurde angesprochen und natürlich wollen wir das Atomabkommen beibehalten, aber gleichzeitig müssen wir den Iran ermahnen, eben nicht ein falsches Spiel weiterhin gegenüber Israel, ein falsches Spiel gegenüber den Golfstaaten weiter zu betreiben. Und genauso gilt es für Saudi-Arabien, die momentan darüber verhandeln, selber Atomkraftwerke zu bekommen und in eine gewisse Position zu kommen, die sie auf Augenhöhe aus ihrer Sicht mit dem Iran bringt. Also die Situation, die sich dort vorfindet, ist ja nicht etwas, was sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren deeskalieren wird, sondern es bauscht sich ja weiter auf. Und das Gleiche gilt mit dem Existenzrecht Israels. Das ist etwas, was auf der deutschen Agenda ganz oben steht. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich alle ermahnen, in dieser Region da alles daran zu setzen, dass es eben nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Das gilt für Russland genauso wie für die USA. Die NATO hatte ich angesprochen. Und das Gleiche gilt für die Europäische Union. Europa sollte endlich es schaffen, hier, dort wo ein Vakuum entstanden ist, mit einer Stimme zu sprechen. Und dort wo Konflikte zunehmen, ist mehr Diplomatie notwendig und nicht weniger. Ist mehr Einflussnahme notwendig und nicht weniger. Und meine Bitte ist hier, meine Damen und Herren, man kann Erdogan und anderen zu Recht vorwerfen, sie machen Außenpolitik aus der Sicht der Innenpolitik. Wenn wir unsere Verantwortung ernst nehmen sollten, sollten wir das in Deutschland lassen. Und lassen Sie mich mit Blick auf die Äußerungen des Kollegen der AfD nur eines sagen. Ich weiß nicht, ob die Situation im Nahen Osten dadurch besser wird, wenn wie gefordert alle Türken aus Deutschland ausgewiesen werden. Und wie in meinem Wahlkreis während einer Wahlkampfveranstaltung die AfD gefordert hat, so berichtete die Zeitung, wir müssen den Islam vernichten, ob das ein Beitrag dazu ist, diese Region zu befrieden. Besten Dank. Herzlichen Dank, Herr Radwan. Als nächstes hat der Kollege Dr. Christoph Hoffmann das Wort für die Freien Demokraten. Und ich weise darauf hin, es ist seine erste Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Bürgermeister habe ich mich noch vor wenigen Monaten um Flüchtlinge gekümmert. Herr Kollege, ganz klar Moment. Ich bitte die Kollegen, die jetzt sehr emotional miteinander zu tun haben, das vielleicht vor dem Plenarsaal auszutragen, möglichst ohne Tätlichkeiten. Sie haben das verstanden, nicht?
Und ich bitte Sie jetzt trotz dieser Erregung doch dem Redner zuzuhören. Als Bürgermeister habe ich mich vor wenigen Monaten noch um Flüchtlinge in meiner Ortschaft gekümmert. Dabei waren auch viele, die von den Barbaren des IS gefangen, gefoltert, vergewaltigt worden waren. Und mit diesen Flüchtlingen teile ich gern mein Paradies. Dies nur als Hinweis an die Alternative Südkurve hier im Parlament. Die kurdischen Verbände haben maßgeblich dazu beigetragen, den IS zurückzudrängen, übrigens mit hohem Blutzoll und deutschen Waffen. Und genau diese kurdischen Verbände werden nun von türkischen Truppen bekämpft. Die Türkei trägt damit völkerrechtswidrig den Krieg in ein Gebiet, das weitgehend vom syrischen Bürgerkrieg bisher verschont war und in das sich viele Flüchtlinge gerettet hatten. Der türkische Präsident produziert mit dem Angriff neues Elend, neuen Krieg, neue Flüchtlinge und unterstützt damit auch die islamistischen Kräfte. Und nun droht mit dem Eingreifen der syrischen Armee in Afrin eine unkalkulierbare Konfliktausdehnung. Und es kann nicht sein, dass ein NATO-Partner einen Belagerungsring um Afrin zieht, um die verbleibende Bevölkerung zu bombardieren und auszuhungern. Erdogan begibt sich damit fast in die Nähe der Ebene des Schlechters Assad, der selbiges gerade in Ostghuta in grausiger Weise vormacht. Und die Bundesregierung, sie schweigt weitgehend zu den Vorgängen des türkischen Einmarschs. Statt einer klaren Haltung hat sie gestern reagiert mit einem dünnen allgemeinen Appell. Im Badischen nennt man das troche Hühler. Das Außenministerium schwurbelt gar dieser Tage von einer fluiden Lage in Nordsyrien, um keine Haltung einzunehmen. So geht man nicht mit Despoten um. Despoten brauchen eine klare Haltung, Herr Gabriel. Ganz anders eine junge, wohltuend mutige Generation von Spitzenpolitikern in europäischen Nachbarländern, eine neue Generation, die man sich hierzulande auch wünscht. So hat der französische Präsident Macron die Türkei frühzeitig und direkt aufgefordert, alle Kriegshandlungen einzustellen und Hilfsgüterlieferungen nach Afrin zuzulassen. Und es ist schwer erträglich, dass die Bundesregierung sich nicht im Sinne einer europäischen Achse diesen Worten angeschlossen hat. Das wäre ja genau das gewesen, was Frau Merkel heute Morgen in der Regierungserklärung gefordert hat, eine kohärente europäische Außenpolitik. Deutschland hat aus Mitteln der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bereits 2 Milliarden für Flüchtlinge rund um die Region in Syrien gegeben. Und da nun wieder neue Fluchtbewegungen erzeugt werden, ist es wichtig und nötig, hier schnell und unkompliziert weiterhin zu helfen. Die Bundesregierung darf sich nicht durch die Freude über die Freiheit von Deniz Yücel den Blick auf den fragwürdigen autokratischen Kurs der Türkei vernebeln lassen. Vielen Dank. Herr Kollege, vielen Dank. Als letzter Redner spricht in dieser Debatte zu uns der Kollege Roderich Kiesewetter von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt geht der Tisch immer weiter runter, wahrscheinlich damit das Blickfeld sich erweitert, und genau das brauchen wir für Europa. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende zweier sehr spannender und zugleich sehr ernsthafter Debatten zu diesem ernüchternden Thema: Europa, europäische Eigenverantwortung und unsere unmittelbare Nachbarschaft, der Nahe und der Mittlere Osten. Wie wollen wir Millionen von Syrern überzeugen, in ihr Heimatland zurückzukehren? Wie wollen wir Hunderttausende Syrer, die mit ihren Familien in Deutschland sind, überzeugen, in ihre Heimat zurückzukehren, wenn wir Europäer es zulassen, dass Assad stabilisiert wird und wir mit europäischen Steuergeldern das, was er zerstört hat, zu seiner Festigung wieder aufbauen? Darauf haben wir keine Antwort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, aus der heutigen Debatte wird klar, wenn wir Europa glaubwürdig, selbstbewusst und handlungsfähig machen wollen, müssen wir aus der Zuschauerrolle heraus
und genau das ansprechen, was viele Kolleginnen und Kollegen hier heute Vormittag sehr deutlich aufgezeigt haben. Wie bekommen wir europäische Handlungsfähigkeit? Heute findet eine Tagung des Weltsicherheitsrates statt und Russland verhindert dort einen Waffenstillstand, weil Russland sagt, die Rebellen seien verantwortlich für das weitere Sterben. Auf der anderen Seite aber ist Schweden gemeinsam mit Kuwait daran, eine 30-tägige Waffenruhe in nächster Behandlung des Weltsicherheitsrats durchzusetzen. Seien wir selbstbewusst. Was ist denn Europa? Die Europäische Union ist eine der wenigen Regionen auf dieser Welt, die noch für eine regelbasierte internationale Ordnung steht. Und dafür müssen wir Strahlkraft entwickeln. Und das bedeutet, wir müssen Partner überzeugen, so wie Kuwait, dass sie unser Ansinnen für eine friedliche Lösung, für eine Unterstützung der Misturas intensiv begleiten. Regelbasierte Ordnung ist aufwendig, verträgt keinen Populismus, verträgt auch nicht, dass wir uns aus der Region zurückziehen, sondern, und ich glaube, das ist in Teilen deutlich geworden, wir brauchen eine abgestimmte europäische Strategie, wie wir sie bereits im Libanon und in Jordanien haben. Diese Länder, die jeweils ein Viertel ihrer Bevölkerung an Flüchtlingen aufgenommen haben, über 1 Million jeweils, stabilisieren wir Grenzsicherung, Wiederaufbau, gesunde Ernährung, Bildung in den Flüchtlingslagern. Im Übrigen, das wäre so, wenn die Bundesrepublik Deutschland 20 Millionen Flüchtlinge aus dem Umfeld der EU aufgenommen hätte. Um das einfach mal zu verstehen, welche eine Dimension und welche eine Leistung dort vor Ort erbracht wird. Und deshalb gilt es, Libanon und Jordanien zu stützen. Ein ganz konkretes Beispiel aber für europäische Unterstützung ist der Irak. Wir müssen verhindern, dass es um Syrien herum weiter zusammenbricht. Der aus meiner Sicht völkerrechtswidrige Angriff der Türkei ist heute hier genug angesprochen worden. Mir geht es konstruktiv darum, dass wir den Irak zusammenhalten, dass wir die Kurden in Nordkurdistan ermutigen, alles zu tun, ihre Autonomie auf der einen Seite zu erhalten, aber auf der anderen Seite den Irak als Gesamtstaat erhalten. Das muss unsere Aufgabe sein. Und hier haben wir zwei Ansätze. Erstens die Eindämmung des IS, die zunehmend gelingt. Wir werden das auch mit einem entsprechenden Mandat erweitern. Und zweitens die Befähigung des Gesamtstaates, Vertrauen wieder in staatliche Strukturen zu schaffen, Aussöhnung, Wiederaufbau, Bildung heißen die Stichworte. Wenn wir das alles zusammenbinden, bedeutet das aber auch für uns als Parlament, dass wir mit Blick auf die Haushaltsausstattung für unsere Entwicklungshilfe und unsere Sicherheitspolitik alles tun, dass wir der Aufgabe der Parlamentsarmee und einer verantwortlichen Sicherheitspolitik nachkommen. Und das geht nur, wenn wir bereit sind, neben mehr Verantwortung zu predigen, unsere Entwicklungszusammenarbeit besser finanziell auszustatten und unsere Bundeswehr befähigen, dauerhaft in dieser Region tätig zu sein. Das erreichen wir mit PESCO-Projekten, indem wir zum Beispiel auf europäischer Ebene Hubschrauber, aber eben auch Entwicklungszusammenarbeit und Ausbildung und Bildung zusammenbringen und gemeinsam europäisch finanzieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne können wir glaubwürdige europäische Nachbarschaftspolitik, Entwicklungszusammenarbeit und europäische Interessenvertretung leisten. Dafür werbe ich, dafür steht die Union. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter. Ich schließe damit die Aussprache und rufe auf Tagesordnungspunkt 5.